6.40 Uhr. Queen Dido. Norman, stop! Morgan isn't here! It's no use. He's gone over the edge. Ja, vielleicht hätte ich vorher mit ihm reden sollen, ihr Idioten. Und ich kann so schlecht ausweichen im Spiel. Ah. Schieß ihm aufs Herz, glaube ich. Oh Gott, ich hasse das jetzt schon. What the? We need to lose him. Oh, schon wieder den falschen Knopf gedrückt. I don't think he's in the mood to say goodbye. Yeah, but we're not here to babysit either. Norman besiegen. What the hell just happened? Be careful! Ich kann echt schlecht ausweichen. Ich weiß gar nicht, wie ich ausweichen soll. I can't see now. Damn, it's like a disco ball just went on my face. Ey. Ich weiß nicht, wie ich ausweichen soll. Geht das überhaupt? Wow, endlich mal hat es funktioniert. Okay, ich... Ich sehe es ja, wenn er vor mir auftaucht. Da ist sein Schwachpunkt. Okay, das wird nichts mit der Waffe. Oh Gott, er ist verschwunden. Wo ist er hin? Okay, jetzt habe ich den Trick erstmal herausgefunden. Okay, jetzt gibt es zwei von denen. Ach, leck. Ja, das sagst du so leicht, mein Freund. Ja, hahaha. Mist. Ah. Das ist schwer. Wow, der ist kaum ja voll verzögert.
Mist. Mann. So, haben wir dich. Mist. Nein, nicht jetzt nachladen. Du kriegst noch ordentlich Herzprobleme von mir, sag ich dir. Mist. Es ist immer schwer zu sehen, welches Muster er benutzt. Jetzt benutzt er das. Hä? Ich hab ihn doch erwischt. Schwer, den zu treffen bei sowas. Ich hab den doch erwischt. Ah, der ist direkt vor mir aufgetaucht. Oh oh. Das war's. Keine Leben mehr. So, wo bist du? Nein, das ist wichtig. Also nicht mal sterben. Okay, das war's, wir sind tot. Och, ist das ein blöder Kampf. Das wird echt ein blöder Kampf. Kann er nicht schneller sterben? Ich hasse diesen Kampf jetzt schon. What the? We need to lose him. Wenn es nur so leicht wäre. I don't think he's in the mood to say goodbye. Yeah, but we're not here to babysit either. So. What the hell just happened? Be careful! I can't see now! Okay, wir müssen die Waffe wechseln. Auf die Entfernung hat es keinen Sinn. Ja, steh auf. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie konnte ich ihn jetzt nicht erwischen? Thank you.
infect himself. Revenge has consumed him. Nothing human remains. Das konnte ich nicht aushalten. Ich muss das mit dem Ausweichen mir, glaube ich, nochmal anlesen. Entweder ich drücke zu viel oder ich drücke zu wenig. Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Weil es ärgert mich die ganze Zeit, dass er mich trifft. Schnelle Drehung. Lalala. 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 Ausweichen, wenn sie... Oder... Ah, okay. Einfach noch nach vorne drücken, wenn er schlägt. Okay. Ja, toll. Wenn man ihn versucht zu treffen, ist das allerdings wieder eine andere Sache. Hä? Das hat mein Controller sich wieder selbstständig gemacht und mal gesagt, oh ja, jetzt wechsle ich einfach mal. Ja. Nicht nochmal erwischt. Dem kann ich scheinbar nicht ausweichen. Nimm das, Herzensbrecher. Das Ausweichen ist extrem schwer. Okay. Mist. Nur der Typ mit dem offenen Herzen. Der ist es. Mist, ey. Für den zu kommen ist aber auch nicht gerade das Leichteste. Komm schon, stirb! Na toll. Wie passiert das immer auf dem letzten Schuss? What is he, immortal? Here he comes. Don't get distracted. Was ist das?
Alter. Alter, ist... Ja. Nimm das und dies. Haben wir's? Oh, Gott sei Dank. Ey. Hui, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich gestorben bin. Oh, zum Glück, ey, dieser Kampf ist echt anstrengend. Done. Everything's finished. Finally, I can die. I can die. Hättest auch vorher sterben können, ehrlich zu sein. Oh ja, jetzt brennt noch alles. Und Sauerstoff, Luft, brennt, Feuer ist immer blöd, weil, ne? Weil, na, wie soll ich sagen? Ah, okay. Das wird wahrscheinlich nicht alles hier brennen, oder? This is how Morgan treats his friends. Na, da möchte ich kein Freund von Morgan sein. I hope he finds more comfort in death than he did in life. Ich frage mich nur manchmal, warum verwandeln die sich in solche krassen Sachen? Manche Leute von denen. The means of dispersion? The cruise ship is equipped with a UAV. That is your delivery system. Very well. Now show me the goods. Bonafide tea abyss. No vaccine. Not yet. Yes, of course. A little bit of this could turn a city inside out. I think we're done. I'll be on my way. This is Walter White. Who would have thought, yes? That the lowly terrorists would receive a helping hand from the venerable commissioner of the FBC. So, das sollte ihm zu Fall bringen. Ich wusste gar nicht, dass sie so ein Live-Feed da rein haben. Darf ich die Hände wieder runternehmen? As you can see, it's not likely you'll be wriggling out of this one. I seem to have underestimated the BSAA. And perhaps you as well. We found this in the off-limits area near Terra Grigia. We're done analyzing it. So you can have it back. Damit er sich spritzt. Director O'Brien, surely you understand our dilemma. Without the Terra Grigia panic, the ignorant masses would be unaware of the threat that lies before them. Yes, you may in fact be correct. No one has the right to detain me. The world required my guidance. It was all for the greater good. You're only fooling yourself. You said yourself, abandon hope, all ye who enter here. But I'm not Dante, and you're not Virgilius. Virgilius? Morgan Lansdale, you are hereby relieved of your position as FBC commissioner. And I'm placing you under arrest on suspicion of conspiring with Veltro in the planning and execution of the Terra Grigia panic. Zum Glück sind ihm scheinbar die Leute nicht treu ergeben. With all due respect, Director O'Brien, the BSAA is making a huge mistake. Mit was? Mit der Festnahme von ihm? Where have I heard that before? Wo hat er das denn gehört? Da ist ein Bild von Wesker oder sowas, keine Ahnung. Ich dachte, da guckt er jetzt hin. Nee, aber war's das jetzt? Ende des Spiels? Nein. Episode 12, die Königin ist tot. Ende. Aber war's das auch mit dem gesamten Spiel? Wir sind dreimal gestorben, das habt ihr nicht gesehen, weil ich habe nur das erste Mal sterben lassen und dann eben, als ich ihn besiegt habe. Weil ihr müsst euch nicht angucken, wie ich kläglich immer wieder versage. Hm? Denk mal, ist auch besser für euch. So, Episode war nicht so gut. Kommen wir nur mit einer B davon. Schließen Sie Episode 10 bis 12 ab. Yay! Raubzug, Modus Stufe 18 bis 20 und Bonusstufe freigeschaltet. Okay. Cool. Was kommt jetzt? Der krönende Abschluss wegen Königin und so? Scheinbar. Also genießen. Und Klappe halten.
von mir aus. We can finally reveal what happened to Terra Grigia. Yeah, but the cost was high. The BSAA will have to be overhauled. The storm is gone now. But how long will it last? Bis zum zweiten Teil von Resident Evil Revelations. Aber was ist jetzt wirklich passiert? Nach der Festnahme von Morgan Lansdale wurde die FBC aufgelöst und die Mehrheit ihrer Mitarbeiter und Mittel an die BSAA übertragen. Die BSAA wurde im Anschluss daran in eine Anti-Bioterrorismus-Organisation unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen umgewandelt. Sie haben es überlebt! War ja klar, irgendwie. Keith Lumley ist derzeit dank seiner Leistungen an diesem Ort eine führende Figur der BSA-Niederlassung in Ostafrika. Aha. Quint Ketchum lehnt nach wie vor Beförderung in Führungspositionen ab, arbeitet aber weiterhin im Hauptquartier der BSA und der F&A-Abteilung. F&E-Abteilung. Er hat es doch überlebt. Sehr schön. Parker Luciani wurde von der Küste der Republik Malta im Mittelmeer treibend gefunden und gerettet. Okay, Malta. Nachdem Parker einen Monat lang medizinisch behandelt wurde, kehrte er als Spezialagent ins Hauptquartier der BSAA zurück. Hat er sich verdient, war ja sehr sympathisch, der Typ. Aber was ist mit O'Brien passiert? Der hat sein Amt geräumt, natürlich. Scheinbar. Clive R. O'Brien entschied sich dazu, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und seinen Posten als Leiter der BSAA zu räumen. Ja, logische Konsequenz, aber wo hat er angefangen? Wo geht er jetzt hin? Woanders hin? Arbeitet er woanders oder macht er jetzt gar nichts mehr? Er ist derzeit als Berater für die BSAA tätig und schreibt zudem in seinem gemütlichen Zuhause in einem Kriminalroman. Okay. Ist das der Kriminalroman? Was Jill Valentine und Chris Redfield angeht, die beiden haben keine Ahnung, welches schreckliche Schicksal sie erwartet. Es spielt ja vor dem fünften Teil, also da kommt dann, dass sie da getrennt werden im fünften Teil, Jill dann bei Wesker ist, blond wird und so weiter und so fort. Jill spielt ja im... Ich bin gerade im Überlegen. Kommt die im sechsten Teil vor? Ich glaube nicht. Da kommt Leon, Chris, Helena, mit wem ist denn... Achso, Pierce, dem Alex und Shirley. Hieß er Alex? Alex Wesker? Axel? Alex. Ich glaube, der hieß Alex. Ja. Das war Resident Evil Revelations. Danke erstmal fürs Einschalten und fürs hier mit dabei sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Es war schon ein gutes Spiel. Die Steuerung war ein bisschen altbacken. Ein paar Sachen haben mich schon gestört. Zum Beispiel, dass man nicht so richtig rennen konnte. Das war ein bisschen blöd. Aber hey, man muss bedenken, dass es ein Port ist. Und da fand ich es eigentlich relativ gut. Hat Spaß gemacht. Die Story war jetzt auch nicht so schlecht. Und das mit den Schiffen war auch nicht so schlecht. Also es hat mir gefallen. Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. War auch nicht so blöd wie Resident Evil 6. Also von der Mechanik. Es war ja eher wirklich ein wüstes Rumgeballer. Das hier auch. Es hatte schon seine Horror-Grusel-Momente. Die Arena-Kämpfe waren vielleicht nicht so besonders und die Endgegner, die Zwischengegner-Bosse waren doch ein bisschen schwer. Aber im Groben und Ganzen hat das schon Spaß gemacht. Die Story, ja, die lässt ja auch ein bisschen Freiraum. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie auch die BSAA gegründet wurde. Das, oder wie die so richtig entstanden ist, dass sie die Führungsposition übernommen hat. Für Teil 5 und Teil 6 ist das natürlich relevant. Ich weiß nicht, wie es bei Teil 7 ist, den habe ich ja selber nie gespielt. Und auch noch nicht gesehen. Bis auf eben die Demo. Kommt sicherlich auch irgendwann noch bei mir auf dem Kanal. Ansonsten, wie gesagt, als nächstes Resident Evil Revelations 2. Was man bei mir auch noch auf dem Kanal sehen kann, ist Resident Evil Zero.
Den ersten Teil hatte ich privat gespielt, deswegen werde ich den wahrscheinlich nicht nochmal aufnehmen. Es sei denn, es gibt so einen immensen Drang, dass ich das nochmal machen soll. Von euch aus. Also jetzt ist die Gelegenheit, das in die Kommentare zu schreiben. Und mit, keine Ahnung, bei 50... Nein, das ist 50 Daumen. Wisst ihr, wie viel 50 Daumen für mich im Verhältnis sind? Das sind überschätzungsweise wahnsinnig viel. Ich denke mal, wenn ich 15 Daumen kriegen würde, wäre das für mich schon ein Anreiz, das zu machen. Also 15 Daumen, das ist quasi gar nichts. Wahrscheinlich im YouTube-Kreis. Aber wenn ich 15 Daumen auf dieses Video hier bekomme, dann mache ich auch Resident Evil 1. Ihr könnt es auch gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Damit ich auch sicher bin. Oder ihr schreibt es in die Kommentare, Resident Evil 1 und darauf 15 Daumen. Und auf dieses Video auch. Das wäre gut. Ja. Das würde mich freuen. Ja, den Abspann lasse ich natürlich durchlaufen. Ich finde es auch gut, dass alle überlebt haben. Keiner gestorben ist. Es ist wirklich niemand gestorben, ne? Weil, Parker hat es überlebt. Raymond ist halt verschollen scheinbar. Ich weiß es nicht. Und Jessica ist ja auch nicht mehr da. Die ist ja auch weg, wo auch immer sie ist. Vielleicht werden wir es im nächsten Teil von Resident Evil Revelations 2 sehen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Was ich jetzt wahrscheinlich noch machen werde, hier ist kurz mal den Raubzugmodus ausprobieren, damit ihr auch da einen Einblick bekommt. Aber zunächst vielen Dank fürs Einschalten und cheerio, euer JMO. Hierbei... Oh, geheimes Ende. Was haben wir denn da? Ah, Jessica. Und sie liest auch Dante. Ja, sie liest auch Dante. Rückwärts scheinbar. Ach nee, Japanisch. Das ist Raymond. Almost too easy, wasn't it? The company let them take Morgan out with the trash. Tough world. You file the report on this. Sie haben zusammengearbeitet. By the way, why save Parker? I have my reasons. The BSAA isn't as useless as I thought. Things could really heat up. Indeed. Fun's just getting started. Ja, der Joker muss natürlich etwas über Spaß sagen. Ja, Jessica ist übrigens der Clickbait in dem Spiel und der T-Abscess-Virus, den gibt es immer nach wie vor noch. So, das war's aber jetzt.